Und das war auch die Realität. Ich bin da wirklich nach 2,5 Jahren, bin ich dann freigekauft worden durch die Bundesregierung. Und der Preis waren Industriegüter im Werte von 40.000 D-Mark. Das war sozusagen damals die Marge. Und was natürlich besonders deutlich wird, ich war wegen Menschenhandel verurteilt, aber die DDR, die war der eigentliche Menschenhändler. Ne? Und Geld dafür kassiert, aber richtig, Kohle gemacht. Ne? Und wir sind dann in einen Bus gesetzt worden, voller Häftlinge. Eine Nacht sind wir gefahren, ohne Kontrolle, ohne Pässe, ohne Begleitung, bis an die Grenze nach Thüringen. Und das werde ich nie vergessen, wie das gewesen ist. Ich setzte mich rein in diesen Sessel, hatte auch noch einen Fensterplatz. Und der war so unglaublich weich wie hier, auf deinem Sofa. Genau. Und genau so, und das war ein Panoramabus, und oben waren Scheiben so zur Seite. Und niemand sprach ein Wort anfangs. Niemand. Das war eine so ehrfürchtige, unglaublich schöne Stille, feierlich ohne Ende. Und wir guckten wirklich so, und ich nach oben, und oben waren die Sterne, die uns begrüßten. Werde ich nie vergessen. So, dann bin ich ja wieder in West-Berlin gelandet und hatte wieder natürlich das tolle Heimatgefühl, Berlin klar, Studium interessant, Kulturangebote ohne Ende. Und für mich ein Novum, ich durfte frei reisen. Ich durfte nach West-Berlin, ich durfte in die DDR, weil ich offiziell entlassen war. Also ein Novum für mich, und das haben wir unheimlich ausgekostet. So, und dann natürlich diese ganz vielen neuen sozialen Begegnungen, die ich hatte. Und eine möchte ich ganz besonders erwähnen, das ist nämlich die allerschönste und die allernachhaltigste. Sozusagen im gleichen Studiensemester haben sich eben zwei Biografien gekreuzt. Das war Constanze. Und wir haben dann geheiratet 1969. So, und dann kam der Beruf, 5 Jahre München zunächst mal. Und da war aber doch, das Studium hat eben doch nicht alles geboten, was man braucht fürs Leben. Also die ersten Berufsjahre können schon eine sehr strenge Lehrzeit sein. Und dann auch die Frage der neuen Heimat. München wurde nie eine richtige Heimat. Das liegt aber nicht an der Stadt selber, eine tolle Stadt, aber dann doch eine seichte Oberflächlichkeit, also wirklich sattes Getue. Die haben nie was erlebt, den ganzen Kriegsgeschichten. Und dann sind innerhalb kurzer Zeit in die Altstadt von München ungefähr 50 Bankhäuser eingezogen, Verdrängungsprozesse. Und wir haben gesagt, nee, das ist eigentlich kein Heimatgefühl. Und dann sind wir 1975 nach Lübeck gezogen. Ich war da 25 Jahre bei der Stadt. Und jetzt, seit der Zeit, mache ich mit, was ich denn noch kann. Im Rahmen des Möglichen, ein bisschen im Büro mit und so. Eben unsere drei Kinder sind in Lübeck geboren, denen wir ganz viel zu verdanken haben. Eigentlich kann man da überhaupt nicht genug Dank sagen. Und viele, viele neue Freunde und soziale Begegnungen. Was wollen wir denn mehr? Wollen wir nicht. Insofern kann ich ganz klar sagen, Lübeck und auch Pahlen ist eine fünfte Heimat. Für mich die letzten Decke. Und dann jetzt noch zu zwei Fragen. Warum ziehen mich Grenzbereichen so in ihren Bann? Das ist ja zu hinterfragen. Ich weiß es selber nicht so genau. Einige Beispiele hätte ich schon. Als junger Mensch hatte ich eben wirklich, war sehr risikobereit, und unkontrollierte Affekthandlung hatte ich auch. Ne? Danke. So, in der Magdeburger Zeit, Schulzeit, da habe ich eben mit diesem Donatello, da haben wir Sprengpulver, ein Fahrradrohr, die wir abgeschnitten haben, zusammengehauen, gepresst, zugemacht und sind dann in die Elbauen gefahren und haben da Löcher in die lehmigen Wände gebohrt und haben dann zugeguckt, wie auf der einen Seite steinerne Buhnenköpfe, das ist idiotisch, ohne Ende, wie steinerne Buhnenköpfe wirklich einen Teil ihrer Masse verloren haben. Die Steine flogen wirklich durch die Gegend. Nicht? Und da kann ich nur sagen, es ist ein krimineller Akt, aber wirklich. Nicht?
Und wenn sie uns damals geschnappt hätten in der DDR, wir hätten damals schon hohe Strafen bekommen und mit Recht, ja. Also da muss ich auch sagen, alle Achtung, da haben die gut. Aber warum haben wir das denn gemacht? Und Constanze hat ja eine Erklärung dafür, die sagte, wir haben Indianer gespielt. Und da ist was dran. Auf der anderen Seite kann ich sagen, wir hatten auch hehre Zielsetzungen, also so ein bisschen Affront gegen die DDR schon, obwohl das eigentlich damit nichts zu tun hatte, diese Vermischung. Aber wir waren also auch wie die Indianer schon im vollen Bewusstsein, dass wir wirklich jederzeit dabei platzen können. Das war uns schon bewusst, also volles Risiko. Oder in Berlin, Idiotie ohnegleichen und in München gleichfalls nochmal hinterher. Da ist mir jedes Mal für ein Jahr der Führerschein weggenommen worden, weil ich mit der Polizei um die Wette fuhr. Ja. Chancenlos, ohne Ende. Und trotzdem, warum macht man das nicht? Und dann aber ein Grund, der mit Sicherheit also ganz tief liegt, ein unbewältigtes Trauma mit meiner kleinen Schwester. Das war ja so damals, dass sie eigentlich mit mir nur auf diesem Bach auf unserem Grundstück Schiffchen fahren wollte und sie ist dabei ertrunken. Und meine Mutter hatte immer mit ganz großer Achtung und Ehrfurcht von diesem ganz besonderen Kind gesprochen. Und da hatte ich immer Schuldgefühle. Ich war immer irgendwie belegt, so wie ich das gehört habe, und hatte dann irgendwie auch öfter gedacht, da muss ich was gut machen. Und möglicherweise auch durch Bestrafung. Vielleicht ist das so ein Motiv. Ich kann mir das sogar vorstellen. Dann gibt es natürlich einen Ansatz, der ist natürlich sehr platt, aber das ist eine schlichtweg eine Lebensweisheit. Die stammt nämlich von Wilhelm Busch. Der hat nämlich auf die Frage des Rätsels, warum habe ich das gemacht, geantwortet: Pfarrers Kinder, Müllers Vieh, geraten selten oder nie. Hat er gemacht. So, und dann auch noch einen Grenzbereich. Das sind Krankheiten. Also Krankheiten sind eigentlich Prüfstein in jeder Biografie. Man muss sie annehmen und annehmen wollen auch. Wenn man da genau die Frage, warum stellt, kommt man nicht weiter. Da gibt es keine Antworten drauf. Und Krankheiten werden ebenso intensiv erlebt, weil sie mit Leiden verbunden sind. Krankheiten können daher aber auch zu Zeiten der Wachheit werden. Und damit auch die Möglichkeit geben, dass man auch in Grenzbereiche kommt, wo man denn eigentlich mal anders in anderen Bereichen denkt, wie wenn einem das nicht passiert wäre. Also das habe ich erlebt, denn ich hatte auch wirklich viele Krankheiten seit der Kindheit an und auch zwei davon waren wirklich am Rande einer Grenzüberschreitung ohne Umkehr. Und wenn ich ein Fazit ziehen möchte zu meiner Biografie, dann würde ich sagen, auch verallgemeinern, dass also jede Biografie ist ureigen, jede Biografie ist geradezu heilig und man muss sich unglaublich hüten, da vorlaut zu sein, wenn es um die Biografie anderer Leute geht und vor allen Dingen, wenn es um deren Beurteilung vielleicht auch noch geht. Also da ist das große Aufpassen ist gefragt. Ich hatte ja mehr als eine Heimat. Und da ist die Frage, welches ist denn die wahre Heimat? Und da habe ich eine einfache Antwort. Alle. Alle sind das wahre Heimaten geworden. Und zwar jede maßgeschneidert zu den Wendepunkten in meinem Leben. Das ist einfach ein Wechsel. Nicht? Man kann neue Heimaten wunderbar neu erfassen. Aber deutlich zu hinterfragen ist, ist denn eine Biografie eigentlich richtig so, wie sie verläuft? Ist nicht ganz vieles völlig überflüssig oder sind es nicht gewaltige Umwege? Und auch dazu kann ich sagen, nein. Und dazu ein überzeugendes Argument. Auf 2,5 Jahre Gefängnis kann jeder gerne verzichten, könnte ich auch liebend gerne verzichten. Aber genau diese Zeit war eine geniale Weiche meines Schicksals, denn genau mit dieser biografischen Verzögerung sind wir uns begegnet. Constanze, wo ist er?
Und dafür bin ich dir dankbar. Und ich bin euch allen dankbar, dass ihr mir wirklich fleißig zugehört habt. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ja. Wer möchte Fragen stellen an oder selbst was erzählen? So plötzlich, nach anderthalb Stunden zuhören in Stille. Ja, bitte. Sie als Pastorensohn? Ja. Ich habe gerade die Briefe von Bonhoeffer gelesen im Gefängnis in Gießen. Haben Sie irgendwie ähnliche Erfahrungen so über den Glauben, dass so bei Bonhoeffer kommen dann immer so die Zweifel und dieses Fragezeichen, warum und so? Haben Sie da irgendwie ähnlich empfunden? Nee. Oder? Kaum. Oder also, Stärke oder Auseinandersetzung oder Hilfe? Nein, ich war zwar Mitglied der Jungen Gemeinde, das war für mich ganz wichtig, aber aus zwei Gründen. Einmal mochte ich die beiden Pastoren, die waren befreundet mit meinen Eltern. Dann waren die Leute, die da waren, die mochte ich auch gerne und wir waren unter uns, wir konnten offen reden. Aber ich war nicht so im Glauben drin, dass das für mich die Welt bedeutet hat. Und insofern war das für mich nicht dieses Ding. Mein Vater, da könnte ich hier mal ganz kurz zitieren, der hat sich mich dazu geäußert, weil ich ja nicht zur Oberschule kam. Der hat sich dann an die Schulleitung gewandt und die schreiben, die Kinder aus christlichen Kreisen, zumal an Oberschulen, haben eine schwere Zeit hinter sich. Sie ist vielen von ihnen zu einer Segenzeit geworden, in der sie gelernt haben, für ihren jungen Glauben Zeugnis abzulegen und in ihrem Eintreten für Glauben und Wahrheit auch das schwere Opfer der Verweisung von der Oberschule zu bringen, das von ihnen gefordert wurde. Ich habe meinen Jungs in jenen schweren Wochen gesagt, dass sie sich über die Bedrängung und Verleumdung nicht wundern sollten, denn schon in der Zeit des Römerreiches und so weiter und seitdem immer wieder seien politische Verdächtigungen der Christen der Anlass zu ihrer Verfolgung gewesen. Also das ist mein Vater. Aber ich habe nie so intensiv gedacht, empfunden. Hat denn eure Fluchthelfergruppe, die haben ja weitergemacht, während du im Gefängnis warst? Ja und nein. Also der Donatello, der hat vorher schon aufgehört. Der kannte meine Sachen dann auch gar nicht mehr. Und der ist dann selber, dummerweise, obwohl er ja davon ausgehen musste, dass ich ihn schwer belastet habe, aber ich muss dazu vielleicht noch mal einen Satz sagen. 12 haben sie mir nachgewiesen und dann 60 war ich beteiligt. Also die Staatssicherheit hat auch nicht sozusagen die große Klarheit und Durchsicht gehabt. Ne? Aber du kannst selber dazu beitragen, dass es so kommt. Aber wenn sie dich fangen wollen und haben was, dann bist du fällig. Und der Donner, der hat ja sehr viel weniger gemacht im Prinzip. Der ist mit mir darüber gefahren, ja, das habe ich dort drüben nicht erzählt. Ich war hinterher, habe ich gedacht, also wie konntest du wirklich die Klappe so dicht halten? Zu so vielen Sachen. Ich habe mir ein Lügengebäude aufgebaut, das habe ich mir eingemeißelt, immer wieder. Und zwar habe ich Freunde belastet, von denen ich genau gewusst habe, die gehen niemals durch die DDR. Und das habe ich ewig lange durchgehalten, bis nachher natürlich der Selbststeller kam und so, dann wurde das anders. Aber Dona hat die Pässe gefälscht, das wusste möglicherweise der Selbststeller gar nicht, weiß ich gar nicht. Und der selber hat ja nichts geschleust, der ist ja nicht geschnappt worden dabei. Also das war, der hat auch nur 1,5 Jahre gehabt, die hat er auch gar nicht abgesessen. Wobei mir hinterher unklar war, warum er so wenig Strafe bekommen hat und warum er so wenig gesessen hat. Das hat mit Sicherheit was mit seinem italienischen Pass zu tun. Und der ist aber auch gestorben. So. Wie nochmal, die erste Republikflucht. Ach so, nee, die war ja völlig harmlos. Das war ja vor der Mauer, man konnte ja fahren. Man lief nur mal Gefahr, dass man kontrolliert wird. Da war ja sozusagen freier Reiseverkehr, das war ja völlig normal. Die haben bloß geguckt, kontrolliert und dann haben sie auch mal jemand enger kontrolliert. Das war kein Thema.
haben, was ist eigentlich aus dem geworden? Es hatte ja doch ein ganz schweres Schicksal dazu geführt, dass er sich an unsere Gruppe wandte, dass wir ihn geholt haben. Ja. Was ist denn aus diesen Menschen geworden? Kaum. Habe ich kaum Kontakte gehabt. Das liegt aber auch daran, dass die Mehrzahl, an der ich beteiligt war, Fluchtbeihilfe geleistet zu haben, die kannte ich gar nicht. Das waren Studenten, die sozusagen Kommilitonen waren der Studenten meiner Freunde, so rum eigentlich mehr. Also ganz persönliche Beziehungen hatte ich eigentlich nur zu zweien da. 10 Euro oder? Also bist du bestraft worden für die Passfälschung im Westen? Weil das war nee, im Gegenteil. Ich habe eine Haftentschädigung bekommen und kriege jetzt sogar eine Rente monatlich dafür. Und zwar, das ist ja das, was der Innenminister Maron geschrieben hat. Nicht? Sozusagen diese Fluchthelfer Ferkel-Organisation war der Senat, die politische Institution, und die haben das gedeckt. Wir haben aber eigentlich nie offiziell mit dem Senat zu tun gehabt, aber wie gesagt, mit den freiheitlichen Juristen schon, weil wir ja gewusst haben, wir mussten irgendeine Deckung haben. Nicht? Aber diese Art von Passfälschung ist nie, keiner hat ja auch gesagt, der war das. Nicht? Also ist auch keiner angezeigt worden. Das, nee. Viele haben es beklatscht und viele haben gesagt, wie konnten die nur? Ne? Christoph, jetzt aber. Jetzt aber. Ganz herzlichen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Es war wunderbar, es war fesselnd. Ich habe es zweimal erleben dürfen, einmal im Vorgespräch und jetzt das zweite Mal. Scheine rascheln nur. Das ist halt. Du magst Pralinen? Ah, unbedingt. Du stellst selber welche her, Mann. Hatte ich, ja. Ein kleines Dankeschön von uns dafür, dass du da warst. Ganz herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank.